Also der Prototyp heißt EQ und das ist ein Gütesiegel für die für E-Content und E-Books. Und wir haben uns jetzt Arbeitspakete aufgeschrieben und werden jetzt erstmal in die Marktrecherche gehen und gucken, was es für Gütesiegel überhaupt da draußen gibt, für Prädikatsiegel, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Kriterien legen die Leute überhaupt an so Gütesiegeln an, wo ist der Nutzen. Also einen großen Schwerpunkt werden wir auf Recherche nochmal legen und versuchen herauszufinden, was kann dieses Gütesiegel dem Endkunden nutzen. Und haben uns jetzt auch nochmal so ein paar Strukturen gegeben, nochmal Telefontermin und Wikispace und so. Und ich glaube, wir sind ganz guter Dinge, dass wir in der echt ziemlich gute Gruppe auch, dass wir das gut hinbekommen. Momentan ist das so, dass jeder Verlag, jeder Buchhändler ein eigenes Verlagssystem hat und ein eigenes Shopsystem hat oder ein Verlagssystem hat. Und das wollen wir verhindern, weil dadurch natürlich es den Kunden erschwert, einzukaufen. Er möchte sich nicht auf verschiedene Plattformen registrieren. Und mit unserem Projekt ermöglichen wir das, also erschaffen wir einen Shops-Standard, wo jeder Verlag und jeder Buchhändler dieses Open-Web-System, Shop-System integriert hat und somit den Kunden erleichtert, einzukaufen. Der Zusatz aber ist, dass diese einzelnen Shop-Systeme an einen großen Shop gebunden sind. Ja, das ganz große Erfolgserlebnis von dem Tag. Unser Prototyp hat inzwischen einen Namen, Martha. Das ist die zentrale User-Support-Plattform für alle Beteiligten des Buchhandels, also Verlag, Sortiment und auch die digitalen Händler, damit eben Probleme des Endkunden, die an einem Punkt in der Branche aufploppen, wo aber die Ursache oder das Fachwissen zur Behebung an einem ganz anderen Punkt in der Branche liegt, gut vernetzt sind und das eine zentrale Wissensbasis eben dort bereitstellt, die auch Menschen, die vielleicht noch nicht ganz so viel Berührung mit dem E-Thema haben, sich da auch zügig einarbeiten können. Oder dann auch eben im ganz konkreten Supportfall sich eben schnell durchklicken können und sofort ihre Antwort haben, die sie dem Kunden präsentieren können. Also gut, wir entwickeln Firebox. Das ist ein Tool, das aus dem Workflow eines typischen Verlages heraus digitale Produkte erzeugt. Das heißt, auf der Grundlage von Verlagscontent, so wie er für Bücher jetzt hergestellt wird, wird ein digitales Endprodukt hergestellt und das kostengünstig im Unterschied zu anderen Tools, die es auch schon gibt, die aber sehr teuer sind und die Produktion von Apps eben bisher behindern. Also der Name des Prototyps wird einfach mal Werkzeugbox für den Buchhandel sein. Wir werden jetzt in einem ersten Schritt evaluieren, was sind die aktuellen Problematiken, Themen des Buchhandels, was beschäftigt ihn, für welche Probleme hat er aktuell keine Lösung. Und dieses Feedback werden wir aufnehmen und quantifizieren für die häufigsten Probleme. Wir hoffen mal, für die häufigsten 3 bis 4 Probleme werden wir am Ende dieser Prototyp-Gruppenphase von 6 Monaten, genau, werden wir dann eine Lösung finden und 3 bis 4 Lösungsansätze für häufig gestellte Fragen finden. Also der Prototyp, den wir hier vorgestellt haben, heißt ja Digital Content Accounting Plattform. Das heißt, wir wollen ein Werkzeug zur Verfügung stellen, was die standardisierte, effiziente Abrechnung von Content-Nutzung zwischen Plattformbetreibern, also Händlern zum Beispiel, und Rechteinhabern ermöglicht. Wir haben jetzt schon den Bedarf, dass ganz unterschiedliche Erlösströme sind, die ganz schwierig und halbmanuell abgerechnet werden müssen. Und wir glauben, dass die Branche dringend einen Standard braucht, um in diesem Bereich möglichst viel von dem Geld, was wir einnehmen, auch tatsächlich an die Verlage dann wieder ausschütten zu können.